Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu unserer monatlichen Rechtsfrage der Europaregion. Viele von Ihnen genießen vielleicht bereits Sommer, Sonne, Strand und Meer oder der Urlaub steht vor der Tür. Damit Ihre Reise in jeglicher Hinsicht ein Erfolg wird, haben wir heute Frau Dr. Monika Nardo vom Europäischen Verbraucherzentrum Bozen bei uns zu Gast und sie wird uns einen Einblick in das europäische Reiserecht geben. Guten Tag, Frau Dr. Nardo. Hallo. Der Urlaub gilt ja bekanntlich als die schönste Zeit im Jahr. Er kann aber auch einige Schwierigkeiten mit sich bringen, von verloren gegangenem Gepäck bis hin zu verspäteten oder annullierten Flügen. Welche Bereiche regelt das europäische Reiserecht? Man kann sagen mit Sicherheit, dass nirgendwo anders auf der Welt Reisende, die mit Flugzeug, Schiff, Zug und Bus unterwegs sind, so gut geschützt sind wie in der EU. Auch hat der europäische Gesetzgeber die Bereiche des Timesharings und der Pauschalreisen geregelt. Einen sehr reklamationsanfälligen Bereich, das ist der Autoverleih, da gibt es hingegen leider noch keine einheitliche Regelung in der EU. Am 1. Juli ist die EU-Richtlinie zur Pauschalreise in Kraft getreten. Welche Neuerungen bringt diese mit sich? Die Definition von Pauschalreise ist nun moderner und ausgedehnter. Auch sogenannte Durchklickbuchungen, bei denen der Urlauber auf der Internetseite einer Fluggesellschaft einen Flug bucht, seine Daten einmal eingibt, also seine persönlichen Daten, die E-Mail-Adresse und die Daten seiner Kreditkarte und gleich im Anschluss daran auch noch ein Hotelzimmer und zum Beispiel einen Mietwagen bucht, das gilt nun auch als Pauschalreise. Sehr wichtig für Reisenden ist nun der Insolvenzschutz, den alle Reisevermittler, also die Reisebüros und die Reiseveranstalter in allen EU-Mitgliedstaaten geben müssen für die Fälle eben von Insolvenz und Zahlungs- und Konkurs des Reiseveranstalters oder des Reisebüros. Und auch gibt es eine verstärkte Informationspflicht, denn vor Buchung müssen Reisenden nun ein standardisiertes Informationsblatt bekommen, denn der informierte Verbraucher, der kann einfach bessere Kaufentscheidungen treffen. Und welche Rechte entstehen für die Bürgerinnen und Bürger aus der EU-Verordnung zum sogenannten Fluggastrecht? In erster Linie muss die Fluggesellschaften im Falle einer Flugverspätung, Annullierung oder Overbooking den Gast über diese Umstände informieren und auch sogenannte Hilfeleistungen gewährleisten. Das sind kleine Snacks im Falle von kurzen Verspätungen bis hin zu Unterkunft im Hotel und Transfer vom Hotel zum Flughafen. Der Passagier kann dann auswählen zwischen der Rückerstattung vom unbenutzten Flugticket oder hingegen die kostenlose Umbuchung auf einem nächsten Flug. Und in gewissen Situationen sind auch sogenannte Ausgleichszahlungen vorgesehen. Das sind Beträge von 250, 400 oder 600 Euro als Schadenersatz für die Unannehmlichkeiten, die der Passagier am Flughafen erlebt. Welches Prozedere müssen Betroffene konkret durchlaufen, um eben solche Schadensersatzansprüche geltend zu machen? Die Grundregel in solchen Situationen ist, dass der Urlauber sofort und am besten schriftlich vor Ort beim ausführenden Dienstleister reklamiert, weil zum Beispiel das Hotel die Möglichkeit haben muss, den Mangel vor Ort sofort zu beheben, was natürlich auch im Interesse des Urlaubers ist. Man muss auch berücksichtigen, ob es eventuelle gesetzliche Fristen gibt, die es einzuhalten gibt. Das ist zum Beispiel der Fall bei verspäteten oder beschädigten Gepäck. Auf unserer Internetseite, da können Verbraucher kostenlos ganz nützliche Musterbriefe herunterladen, die man dann an den Dienstleister schicken kann, um zu versuchen, die Reklamation in erster Linie selbst zu lösen. Falls der Verbraucher dann keine Antwort oder eine negative Antwort bekommt und der Dienstleister den Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat, Island oder Norwegen hat, dann können wir als Europäisches Verbraucherzentrum den Verbraucher helfen und seine Reklamation außergerichtlich, also freundschaftlich, zu lösen. Vielen Dank, Frau Dr. Nardo, für diese Reise in das Europarecht. Gerne und allen guten Urlaub. Vielen Dank auch liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer fürs Dabeisein. Wie immer können Sie uns gerne für weitere Fragen kontaktieren oder Sie finden auf unserer Homepage einige nützliche Links. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Genießen Sie den Sommer.